präsentiert. Isabel Abedi. Heute ist Lucy Piratin. Gelesen von Isabel Abedi. Eine Produktion von Arena Audio. Ein Piratenhemd für Lucy. Kennst du das Mädchen unter der Bettdecke? Das ist Lucy. Und der Kuscheldrache in Lucys Arm, das ist Klinkerklunk. Du erkennst ihn an seinen klinkerklunken Funkelaugen und an seiner himbeerroten Nase. Aber warum liegen Lucy und Klinkerklunk im Bett? Wo heute doch Sonntag ist und die Sonne durchs Fenster scheint und um das Haus ein wunderbar wilder Wind weht. Wäre es da nicht höchste Zeit, um draußen einen Drachen steigen zu lassen? Oder am Hafen die Schiffe anzuschauen? Oder irgendwo ein Abenteuer zu erleben? Ja, findet Lucy, dazu wäre es wirklich allerhöchste Zeit. Das hat sie natürlich auch gesagt. Und was hat Lucy als Antwort bekommen? Ich muss die Waschmaschine reparieren, hat Papa gesagt. Ich muss Kuchen backen, hat Oma gesagt. Ich muss Gitarre üben, hat Lucys große Schwester gesagt. Ich muss meine Briefmarken sortieren, hat Lucys Freund Olaf gesagt. Und Lucys Mama hat gesagt, ich muss heute einmal Zeit für mich alleine haben, mein Schatz. Ich bin nicht dein Schatz, hat Lucy gerufen. Und dann hat sie noch gerufen, wisst ihr, was ihr alle seid? Ihr seid langweilig, 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 langweilig. Jetzt liegt Lucy mit Klinkerklunk unter der Bettdecke und denkt, ich wünschte, ich wäre jemand anderes. Jemand anderes an einem anderen Ort. Da fällt Lucy die Truhe mit den Verkleidungssachen ein. Die ist neben ihrem Bett. Darin liegen Lucys goldene Krone, ein grüner Hexenhut, ein bunt geflickter Räubermantel und zwei schwarze Indianerzöpfe. Dazwischen lugt ein Piratenhemd hervor. Es ist schneeweiß und hat funkelnde Totenköpfe als Knöpfe. Dieses Hemd zieht Lucy an. Und als sie den letzten Totenkopfknopf geschlossen hat, passiert etwas ganz und gar Wundersames. Ihr Teppich schlägt Wellen. Eine, zwei und immer mehr, bis der ganze Teppich ein rauschender Ozean geworden ist. Und Lucys Bett ist jetzt ein Schiff. Ein echtes Seeräuberschiff für eine echte Seeräuberin. Ob in der weiten Welt ein Abenteuer auf Lucy wartet? Ja, das Meer ist groß und die See, sie ist weit. Mach die Anker los, komm, vergessen wir die Zeit. 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 Komm, 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 komm. Komm, wir gehen an Bord. Komm, 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 komm. Komm, wir fahren fort. Komm, 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 komm. Komm, mach die Leinen los. Komm, 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 komm. Komm, die Fahrt wird groß. Ja, das Meer ist groß und die See, sie ist weit. Mach die Anker los, komm, vergessen wir die Zeit. 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 Komm,
Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm, wir gehen an Bord. Komm, 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 wir fahren fort. Komm, 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 mach die Leinen los. Komm, 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 die Fahrt wird groß. Komm, vergessen wir die Zeit. 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 Lucys erstes Abenteuer. Ein Piratenkapitän in Seenot. Lucys Seeräuberschiff segelt über den Ozean. Lucy steht am Steuerrad. Klinkerklunk sitzt im Mastkorb. Dort hält er Ausschau nach Schiffen, nach Schätzen und natürlich nach dem Wetter. Es herrschen allerbeste Aussichten. Doch plötzlich wackelt Klinkerklunk aufgeregt mit seinem Schwanz. Aus der Ferne schippert etwas auf sie zu. Jetzt sieht Lucy es auch. Es ist ein Rettungsring. Und in dem Rettungsring steckt ein Pirat. Er sieht ziemlich verzweifelt aus. »Ich glaube, der Pirat ist in Seenot«, sagt Lucy zu Klinkerklunk. »Was meinst du, wollen wir ihn retten?« Klinkerklunk wackelt unsicher mit dem Kopf. Aber Lucy hat schon das Rettungsseil über Bord geworfen. Der Pirat scheint keine Hände frei zu haben. Er beißt sich mit den Zähnen daran fest, und seine Retter müssen ziehen. Und wie sie ziehen müssen. Es ist wirklich ein ungewöhnlich großer und dicker Pirat. Als er endlich an Bord ist, sind Lucy und Klinkerklunk völlig außer Puste. Aber richtig gerettet ist der Pirat noch nicht. Er klemmt fest in seinem eigenen Rettungsring. Mit seinen Armen, seinen Händen und auch mit seinem Bauch. So kann er nicht mal seinen Säbel schwenken. »Was meinst du?« flüstert Lucy ihrem Drachen zu. »Wollen wir den Piraten richtig retten?« Klinkerklunk schielt auf den Piratensäbel und klimpert ängstlich mit den Augen. »Du hast doch nicht vor, uns auszurauben«, versichert Lucy sich bei den Piraten. »Wir sind nämlich gerade erst in See gestochen und haben noch keine Schätze an Bord.« Der Pirat schüttelt den Kopf. »Gut«, sagt Lucy, »dann brauche ich jetzt bitte deinen Säbel.« Der Pirat runzelt die Stirn. Zögernd lässt er den Säbel fallen. Lucy hebt ihn auf und piekt mit der Säbelspitze in den Rettungsring. Der Pirat atmet ein und der Rettungsring atmet aus. Schlapp ist er. Jetzt muss Lucy den Ring nur noch in der Mitte durchschneiden und der Pirat ist richtig gerettet. Zufrieden gibt ihm Lucy den Säbel zurück. »Ich bin übrigens Lucy«, sagt sie. »Das hier ist mein Drache Klinkerklunk. Und wer bist du?« Der Pirat runzelt die Stirn und sein Gesicht wird so rot wie ein Sonnenuntergang über der Südsee. Lucy ist ein wenig ratlos. »Bist du vielleicht stumm?« Der Pirat schüttelt den Kopf. Er wird, Lucy kann es kaum glauben, noch ein wenig röter. Setzt er an. »Ich bin Pipi Ratenhauptmann Bartholomäus.« »Ein Piratenhauptmann?« Lucy ist begeistert. »Wo ist denn deine Mannschaft?« Der Piratenhauptmann seufzt
und sein Gesicht wird so dunkel wie eine mondlose Nacht über dem schwarzen Meer. Sie sind auf meinem Schiff, murmelt er. Sie haben mich über Bord geworfen. Von deinem eigenen Schiff? Lucy ist entsetzt. Aber warum denn? Weil ich stottere. Und weil ein stotternder Piratenhauptmann keine Kommandos geben kann. Jedenfalls nicht zeitig genug für meine Piraten. Dem Piratenhauptmann rollt eine Träne aus dem Auge. Lucy kann kaum hinsehen. Dann bleib doch bei uns, ruft sie schnell. Wir haben jede Menge Zeit. Ein Schiff haben wir auch. Und ein Piratenhauptmann hat uns gerade noch gefehlt. Stimmt's, Klinkerklunk? Lucys Drache nickt heftig mit dem Kopf. Da strahlt das Gesicht des Piratenhauptmanns wie ein Sternenhimmel über dem Pazifischen Ozean. Er legt die Hand an die Stirn und sagt, »Ei, ei, Seeräuberin Lucy, volle Fahrt voraus!« Lucy legt ebenfalls die Hand an die Stirn. »Zu Befehl, Piratenhauptmann Bartholomäus!« Jetzt kann die Seeräuberfahrt weitergehen. Ob in der weiten Welt noch ein Abenteuer auf Lucy wartet?